Post ist angekommen. Ein Brief von unserem Korrespondenten in Leipzig. Nachrichten von meinem Sohn Karl. So ist es. Ich sollte seine Schande verhüllen auf ewig, denn er ist mein Bruder. Aber euch zu gehorchen ist meine erste traurige Pflicht, darum vergebt mir. 100-mal habe ich es euch geweissagt, der Junge wird uns alle noch in Elend und Schande stürzen. Der Gott, der mir durch Karen Tränen zusendet, wird sie durch dich, mein Franz, aus meinen Augen wischen. Wir wollen eine Räuberbande zusammenziehen und du sollst unser Hauptmann sein. Ja, bei den tausendarmigen Tod. Das wollen wir, das müssen wir. Der Gedanke verdient Vergötterung. Räuber und Mörder. So wahr meine Seele lebt, ich bin euer Hauptmann. Es dauert mir zu lange, das Leben eines Alten ist eine Ewigkeit. Ich liebe dich wie mich selbst, Amalia. Schamloser Lästerer! Ehe er nach Leipzig abreiste, dann nahm er mich mit sich in jene Laube, wo ihr so oft zusammensaße, und sprach leise mit Tränen. Ich verlasse Amalia. Nein. Er sagte, ich weiß nicht mehr, mir ahnet's, als hieß es auf ewig. Verräter! Karl! Und Pfui! Über den Kindermord! Den Weibermord! Wie beugt mich diese Tat? Sie hat meine schönsten Werke vergiftet. Mein Handwerk ist Wiedervergeltung! Rache! Ist mein Gewerbe! An den Haaren werde ich dich in die Kapelle schleifen. Mit dem Messer in der Hand, die den ewigen Schwur aus der Seele.